Ja, Prag hat sich sehr bemüht, in dieser Corona-Zeit ein Treffen auf die Beine zu stellen. Es wurde ja verschoben vom ursprünglichen Termin. Dadurch auch die Zusammenlegung Prag-Fag, dass wir hier unser Motto im September haben, zwei Treffen hintereinander in einer Tour von Prag nach Fag. Die haben sich sehr, sehr bemüht, hier unter allen Schutzbedingungen dieses Treffen durchzuführen. Es wurde darauf geachtet, dass eben in Maskenpflicht mit Abstand und so weiter alles gehandelt wurde. Es war alles kleiner, es war alles familiärer und hat dem Ganzen aber keinen Abbruch getan, dass wir uns hier wirklich sehr, sehr wohl gefühlt haben. Prag hat uns ganz toll aufgenommen, bei der Parade, bei der ursprünglichen. Wir waren mit etwa 2000 Bikes in der Stadt unterwegs. Wir wurden hier von den Touristen, von den Einheimischen beklatscht, abgeklatscht, begrüßt. Es war also eine wahre Lebensfreude zu merken, dass man hier auch, sage ich mal, mit großer Rücksicht auf diese ganzen Bestimmungen durchaus auch ein Event durchführen kann. Prag war sehr viel Kulturelles, was wir uns angeschaut haben. Wir haben das Prager Chapter besucht. Wir haben Harley-Davidson Prag besucht, wie wir das auf diesen Treffen auch immer machen, um alte Freundschaften zu pflegen, um und neue natürlich wieder dazu zu bekommen. Dementsprechend wurde es dann anstrengend, weil wir natürlich am Sonntag von Prag zurückgefahren sind mit einer kurzen Übernachtung, Wäsche gewechselt und in der Früh um 8 wieder auf die Bikes, um dann im strömenden Regen wieder nach Prag zu fahren. Heute ist der erste wunderschöne Tag hier. Wir werden uns auch gleich wieder auf unsere Harleys schwingen und eine kleine Tour hier fahren. Wir haben unsere Freunde hier in Prag schon besucht und sind hier herzlich begrüßt worden. Auch Prag natürlich alles kleiner, alles Covid entsprechend angelegt. Auch hier Prag bemüht sich, das Ganze ohne großes Brimborium zu veranstalten. Und wir sind sehr glücklich, dass wir hier bei unseren Freunden wieder sein können. Du hast gerade das Back to the Roots angesprochen, also Prag ist kleiner. Ist es denn wirklich wichtig, dass man große Aktionen hat, große Bands bis in die Puppen, also sprich bis nur Mitternacht eine Beschallung hat, große Verkaufsstände und? Oder ist es wirklich so, dass man sagt, Mensch, das zurück zu den Wurzeln eines Treffens wäre doch jetzt wieder angebracht und angedacht und wichtig? Ja, ich sehe das durchaus so, dass wir nicht immer größer, weiter, schneller sein müssen. Wir haben das hier jetzt in Prag und hier erlebt und auch bei uns in unserem eigenen Harley-Treffen, dem Rock'n'Race in Bad Tölz, dass das Kleinere auch sehr, sehr interessant, sehr, sehr familiär sein kann. Man hat Möglichkeit, mit den Besuchern zu reden, alte Freundschaften zu pflegen, neue Freundschaften kommen dazu. Man redet viel mehr, man tauscht sich viel mehr aus und von dem her denke ich, ist das wirklich wieder ein Stück weit sich zurücknehmen. Hoffentlich bleibt es dann vielleicht auch so, dass wir nicht wieder gleich an den Gipfel des Bergs müssen. Ich denke, uns allen zeigt es, dass wir hier doch auf diese Art und Weise ganz tolle Feiern abhalten können, ganz tolle Treffen abhalten können und wir dadurch also doch noch mal ein Jahr haben, wo wir dann befriedigt zurückschauen können auf unsere Motorradtouren und die wir jetzt doch in kleiner Anzahl zwar gemacht haben, aber wir doch in den Winter gehen können und sagen, wir haben doch wieder eine schöne Harley-Saison erlebt.